herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast mit dem Thema Klarheit. Klarheit, ja, das ist bei mir gerade ein Riesenthema. Mal zu gucken, wo ist denn gerade mein Standpunkt? Wie komme ich dazu, wirklich ein bisschen klarer zu werden in meinen Schritten, die ich gehen möchte? Ich merke ganz oft, dass ich nicht aussprechen kann, was ich denn wirklich meine oder wirklich will. Und ja, da sind wir gerade dabei, mal so ein paar Lösungsansätze zu finden. Steffi, hast du das auch schon irgendwo gemerkt, dass du eine Entscheidung treffen willst oder es ganz viele Möglichkeiten gibt und du gar nicht weißt, was willst du denn wirklich? Also vielleicht im tiefsten Inneren, aber was mache ich jetzt da draus? Ja, mir begegnet es immer wieder. Also einfach, weil wir auch heute so viele Möglichkeiten haben und wenn man so ein bisschen offen durchs Leben geht, dann passiert irgendwie, also öffnen sich auch immer wieder Türen, wo man überlegen muss, gehe ich da durch oder nicht. Und ja, ich sag mal, ein Thema, was mich jetzt schon seit sehr vielen Jahren begleitet, ist so das Thema Kinderwunsch und Familienplanung, wo ich immer wieder Phasen durchlaufe, wo ich manchmal völlig klar bin, dass ich es unbedingt will und das mein größter Traum ist. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen ich das irgendwie gar nicht mehr so sehe und mir das auch nicht so richtig vorstellen kann. Das ist halt eine Entscheidung, die auch recht weitreichende Folgen hat, die sehr viele Jahre auch beeinflusst und ja, wo natürlich auch zwei dazu gehören und nicht nur einer. Und das sind natürlich dann Themen, da wird es mit der Klarheit ein bisschen schwierig, weil halt so viele Aspekte da auch reinspielen. Was ist denn für dich Klarheit? Also wie würdest du das für dich definieren? Wann bist du klar? Klar bin ich, wenn ich wirklich vom Innersten her weiß, also bei meiner Intuition bin und im Grunde genau weiß, das will ich. Und dahinter stehe ich auch und das möchte ich auch so nach außen bringen. Was halt bei mir ganz oft passiert ist, in dem einen Moment bin ich mir so klar und dann möchte ich es nach außen bringen, dann kann ich auch noch gut damit anfangen. Und auf einmal kommt irgend so ein Zweifel auf. Ach nee, das kann ich jetzt doch nicht sagen. Vielleicht hat irgendeiner was dagegen. Vielleicht stimmt es doch nicht so ganz, was ich mir da so eingeredet habe. Obwohl ich mir vorher total klar war, wow, das ist genau das, was ich jetzt eben auch gerne machen möchte oder wo ich genau weiß, dass das mein Weg ist. Und da denke ich manchmal, was ist denn jetzt? Wieso kommt das nicht so raus? Ich kann das vorher genau sagen und auf einmal ist es voll zerschlagen. In welchem Lebensbereich hast du das gerade am stärksten? Bei mir ist das bei der Jobsuche im Moment am allerstärksten, wo ich sage, ah, da haben sich so viele Sachen jetzt auch gezeigt und ich weiß eigentlich im tiefsten Inneren, was ich gerne will und habe im Grunde auch meine Richtung vorgegeben. Oder nee, nicht vorgegeben. Im Grunde habe ich meine Richtung, die sich auch ständig bestätigt, auch von verschiedenen Quellen, die da von außen auf mich zukommen. Und immer wieder sage ich, ja, nee, das ist es doch noch nicht. Ich kann das ja noch gar nicht. Oder oh, vielleicht lebe ich das gar nicht vor. Und dann fange ich an zu zweifeln. Aber wie viel muss ich denn dazu schon können? Beziehungsweise ich sehe manchmal gar nicht, wie viel davon doch schon da ist. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, dann eben zu sagen, okay, vielleicht gucke ich doch noch mal und zeig mal auf, wie viel davon schon in meinem Leben ist und wie viel von verschiedenen praktisch Erfahrungen in meinem Leben ich da auch schon umgesetzt habe. Das ist mir manchmal überhaupt nicht bewusst. Ja. Und da jetzt zu gucken, welche kleinen Schritte sind da gemacht und mir das wirklich mal aufzuschreiben, wo sind denn die Erfahrungen gewesen, wo habe ich das denn schon gespürt, dass es wirklich so ist und dass ich das auch kann und dass es auch noch vielleicht gut ist, was ich da gemacht habe. Ja, das sind jetzt so die Wege, da mal wieder ranzukommen, dass das auch richtig war. Ja, ich glaube, Zweifel ist da echt so das Gegenteil eigentlich schon fast von der Klarheit und auch so der größte Verhinderer von Klarheit. Also zumindest kenne ich das von mir, dass Zweifel so ein total mächtiger Gedanke sind. Das ist wie so ein Saatkörnchen, was man irgendwo reinsetzt und auf einmal wird da so ein Unkraut draus. Und es wuchert dann so komplett über die Klarheit drüber und am Ende bist du alles noch nicht klar. Zumindest habe ich das schon mehrfach erlebt und das ist echt ein scheiß Gefühl. Weil Klarheit ist für mich auch so ein Stück weit Sicherheit. In dem Moment, wo ich klar bin und genau weiß, was ich will oder wohin ich will, bin ich mir auch der Sache sicher und dann gehe ich auch ganz anders durchs Leben. Also zumindest erlebe ich das so, dass ich dann meine Schritte konsequenter mache, dass ich auch irgendwie mehr Energie habe, als wenn ich jetzt so total rumdödel und gar nicht so richtig weiß, wohin ich meinen nächsten Fuß setzen soll. Das macht für mich schon auch einen großen Unterschied in der Art und Weise, wie ich dann durchs Leben gehe.
Deswegen stresst mich das auch total, wenn ich unklar bin. Mich macht das teilweise richtig wütend. Gerade wenn ich vorher klar war und es mir dann selber durch Zweifel wieder kaputt mache, dann macht mich das richtig stinkig. Ja. Und so ungeduldig auch. Ja. Ich bin auch so jemand, da muss dann alles schnell gehen. Und ich nehme mir da auch oft nicht so die Zeit, Klarheit zu finden. Und dann, ja, dann kommt der Druck. Dann stresse ich mich richtig, da muss jetzt und du musst jetzt eine Antwort haben. Das macht es dann immer schlimmer. Dann kommt es auch nicht, ne? Nee, im Gegenteil. Ja, noch keine mehr, ja. Ja, und wie komme ich jetzt dazu, da mal rauszukommen aus diesem mich selber hochpushen und aus diesen Wutanfällen, die eigentlich alles zerstören, was man ja auch, also es ist mir genauso bewusst, dass diese Wut im Grunde so viel zerstört. Und ich habe mir da irgendwie mittlerweile überlegt, ich muss einfach aus dieser Situation rausgehen. Wo hänge ich da gerade? In welchem meiner Lebensbereiche? Ich meine, es ist nicht nur der Beruf, es gibt es immer wieder an anderen Stellen auch, wo ich einfach so festhänge und mein komplettes Gedankenrad anfängt zu drehen. Und dann muss ich einfach raus. Und dann mache ich es manchmal einfach so, dass ich sage, okay, diese Situation kann jetzt erstmal zur Seite geschoben werden. Und ich nehme mir einfach irgendwas vor, wo ich in der Praxis irgendwas machen kann, wo ich sehe, das hat irgendeine Wirkung. Bei mir ist es oftmals irgendwas Handwerkliches zu tun oder irgendwas zu malen, damit ich mal sehe, auf diesem Blatt ist dann doch mal wieder ein bisschen mehr Ordnung. Und das ist ganz cool. Oder aufräumen ist auch sowas, was in dem Moment wirklich dann gut tut, um an einer anderen Stelle zu sortieren. Und damit sortiere ich eigentlich meine Gedanken auch. Und das ist sehr praktisch. Also einfach raus aus der Situation, loslassen, das Ding wegtun und vielleicht das nächste angucken oder vielleicht auch mal gar nichts angucken. Wie hast du das eigentlich damals gemacht, als du entschieden hast, deinen Job aufzugeben? Was hat dir da diesen klaren Moment gebracht, wo du gesagt hast, so und jetzt ziehe ich es durch? Also einmal war es, dass ich gemerkt habe, das ist nicht mehr der Job, den ich mit Begeisterung mache, sondern es waren viele Sachen, die ich einfach widerwillig nur noch gemacht habe. Und diese Sachen, die mir wirklich Spaß daran gemacht haben oder wo es wirklich um den Menschen auch ging, sind so in den Hintergrund gerückt. Dadurch, dass es weniger Azubi-Zahlen waren, weniger bestimmte Sachen, die einfach mir sehr, sehr wichtig waren, gar nicht mehr so erlebbar gemacht werden konnten. Und es hat mich eigentlich fast krank gemacht. Also es war immer wieder so dieses, boah, wie kann ich es ändern? Aber ich kann es in dem Moment nicht ändern. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe keine Kraft mehr oder ich möchte vielleicht auch keine Kraft mehr da rein investieren in Dinge, die ich nicht ändern kann. Und dann musste ich mir halt sagen, okay, dann muss ich hier raus oder ich muss probieren, was zu ändern. Habe probiert, was zu ändern, kam aber damit nicht so weit, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann kam aber zum Glück eine Lösung, da ging es eben um eine Abfindung. Das heißt, es ging für mich um eine Sicherheit, die ich dann in der nächsten Zeit haben konnte. Also auch immer wieder Sicherheit. Und dann habe ich abgewogen, okay, damit komme ich jetzt erstmal eine bestimmte Zeit über die Runden und kann mir dann überlegen, was will ich anders machen. Und klar kommt das Alter dazu, ja, 50 und oje, oje, ich kann jetzt nicht aus dem Job raus. Aber es war mir wichtiger eigentlich meine Gesundheit, meine Familie, wo ich irgendwann gedacht habe, boah, ich bin so ekelhaft nur noch. Also ich konnte mich einfach selber nicht mehr leiden. Und das merkt alles das ganze Umfeld drumherum oder es war einfach nicht mehr schön. Und dann habe ich gedacht, irgendwas muss ich ändern. Gut, und dann habe ich eben geändert und habe dieses Angebot angenommen und seitdem bin ich wie befreit. Das war richtig gut, weil ich gesagt habe, dann ist der Weg hier im Moment zu Ende, aber ich kann meine Erfahrungen auch woanders einbringen und vielleicht auch wieder die Sachen, die mir wirklich wichtig waren, woanders einsetzen. Und dafür lohnt es sich jetzt, loszugehen. Ja, du hast ja eben das so beschrieben, dass deine Zweifel eigentlich so aus dem Gefühl kamen, dass du dich nicht mehr wohlgefühlt hast. Wir haben uns ja vorhin auch so in der Vorbereitung auf den Podcast schon drüber einen Gedanken gemacht, woher kommen denn generell diese Zweifel? Also das ist ja so ein Aspekt, dass auf einmal irgendwie so das Bauchgefühl nicht mehr stimmt und auch sogar der Körper sagt, du pass mal auf, meine Liebe, du bist hier gerade auf dem Holzweg, das wird so nix. Was ich halt ganz gut kenne auch so, ist, dass die Zweifel von außen kommen, also dass Menschen, die mir irgendwie wichtig sind und die mir nahestehen,
mir auf einmal irgendwie einen Gedanken reingeben, der meiner eigentlichen Klarheit jetzt widerspricht und der mich dann verunsichert, weil ich dann halt glaube, naja, die Menschen, die kennen mich schon so lange und die haben schon so viel mit mir durchgemacht und vielleicht haben die ja einen neutraleren Blick von außen als ich jetzt in meinem kleinen Kämmerchen oder in meiner Box und dann, ja, da wird schon bestimmt irgendwas dran sein und wenn die vielleicht in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal recht hatten, dann gebe ich dem natürlich eine größere Bedeutung. Und da habe ich einfach schon auch ein paar Mal gemerkt, auch gerade in Beziehungen, wenn dann von außen das jemand in Frage stellt, da sind wir wieder bei diesem kleinen Samenkorn, dass es dann so klein anfängt, aber dass dieser Zweifel dann immer größere Kreise zieht. Und der wird dann am Ende so zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Also das heißt, ich bestätige eigentlich schon den anderen im Außen, weil ich das zulasse, dass er diesen Zweifel sät. Und dadurch bestätigt sich das natürlich irgendwann, dass die Beziehung zum Beispiel dran kaputt geht. Und damit sage ich ja wieder, ha, siehst du, der hatte recht. Ja. Und das ist eigentlich dieser Teufelskreis an Zweifeln, dass man sich mit Zweifeln so alles kaputt machen kann. Also aktiv selber, indem man sie einfach zulässt und vielleicht sogar noch weiter füttert. Und das finde ich echt eine gefährliche Geschichte. Wir hatten auch noch drüber gesprochen, dass oftmals auch Ängste drunter liegen. Das ist sozusagen der Nährboden für den Samen, kann man sagen, ja. Denn wenn ich so eine gewisse Grundangst habe, dass ich zum Beispiel, wie jetzt in deiner Situation mit dem Job, dass ich irgendwie an die Existenz komme, dass ich vielleicht kein gutes Leben mehr habe, weil ich irgendwie meine Familie nicht versorgen kann oder weil ich am Monatsende nicht weiß, wo ich noch das Geld herbekomme für den nächsten, dann bin ich natürlich empfänglicher für Leute, die sagen, oh, bist du sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Und oh, das ist aber riskant, ja, weil dann natürlich diese Sicherheitsthematik bei mir genährt wird. Also ich glaube, dass Ängste da wirklich so der Öffner sind, der Türöffner dafür, dass die Zweifel überhaupt wirken können und dass dann auch diese Klarheit so ins Wackeln kommt. Ja, ist ja auch so das Thema, kann ich das dann alleine irgendwie wuppen, noch einen neuen Job jetzt zu finden? Ich war halt 33 Jahre in einem Unternehmen. Das ist natürlich dann auch nochmal sowas, ne, wo man denkt, ich kenne gar nichts anderes. Und ja. Aber es ist echt spannend, dann wirklich zu gucken, dass es doch geht. Mhm. Du hast ja vorhin auch so diese Sicherheit angesprochen. Da sind wir ja wieder, also wir arbeiten heute irgendwie viel mit Gegensätzen. Sicherheit ist ja wieder der Gegenpol zur Angst. Und dass das eigentlich so dieses Hilfsmittel ist, zu sagen, naja, ich versorge mich selber mit Sicherheit. Also bei dir war es jetzt die finanzielle Sicherheit. Es kann aber auch einfach zum Beispiel die Sicherheit sein, dass mein Bauchgefühl gar nicht so falsch liegt. Mhm. Weil ich in der Vergangenheit vielleicht schon ein paar Mal auf meinen Bauch gehört habe und damit gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Und dass ich dadurch weiß, wenn ich mir das nochmal so ins Gedächtnis rufe, hey, meine Intuition ist gar nicht so schlecht, wie ich denke. Also ich darf da ruhig auch mal drauf hören. Mhm. Ja, ist schon richtig. Oft ist es echt der erste Impuls und der ist so schnell überlagert von irgendwas, was, keine Ahnung, von außen eben, da kommt keine Antwort, da kommt keine Reaktion, da passiert irgendwas, womit man selber nicht rechnet. Und dann dabei zu bleiben, zu sagen, es war aber jetzt meine Intuition, irgendwas stimmt da dran nicht. Und mir geht es manchmal so, dass ich sage, hier stimmt gerade was nicht und habe noch keine eigene Antwort dafür. Und habe jetzt gemerkt, dass es mir ganz gut tut, wenn ich dann sagen kann, da stimmt gerade was noch nicht. Ich kann es dir aber noch nicht sagen. Darf ich noch mal einen Moment drüber nachdenken? Oder darf ich mich da noch mal zurückziehen? Mhm. Und ich dann wieder dahin komme und sage, hey, da war irgendwas. Wenn ich das sofort beantworten muss, zerrät ich es ohne Ende, ja, weil ich mir selber einfach nicht klar bin. Und da eben auch wieder die Klarheit zu haben, sobald ich weiß, was mich an der Situation stört und das gerade heraussagen kann, dann fällt es mir auch leicht, weil es ist irgendwas, was mir gegen meine Prinzipien, meine Werte, gegen was weiß ich was verstößt, wo ich nicht mehr ich selber bin. Und wenn ich das für mich wirklich weiß, dann ist es toll, wenn das rauskommt und dann ist auch um mich herum alles klar. Ja, wenn ich schon mal selber nicht weiß, was ich sagen will, wie soll ein anderer wissen, was, was ich damit meine, ja. Was mir eben noch eingefallen ist, weil du gesagt hast, und dann kriege ich manchmal keine Antwort. Das finde ich auch noch total wichtig, weil oft ist ja auch Klarheit sowas, was wir uns von jemand anderem wünschen. Da sind wir auch so beim Thema Gewissheit. Und manchmal habe ich auch so ein komisches Bauchgefühl, dass irgendeine Person zum Beispiel sauer auf mich ist. Und ich kann es aber auch nicht richtig greifen. Und ich glaube, sich da wirklich zu erlauben, auch einfach mal zu fragen, das ist auch so eine Sache, die man oft nicht macht, aus Angst, dass man der andere irgendwie komisch reagieren könnte oder dass man vielleicht total auf dem Holzweg ist. Aber ich habe da so gute Erfahrungen mitgemacht, auch gerade in der Partnerschaft. Neulich hatte ich auch wieder so eine Situation morgens, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, wir hatten kurz über WhatsApp kommuniziert und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie
ist der komisch drauf? Ist der sauer auf mich? Und dann hätte ich mich jetzt wirklich da wieder stundenlang reinspinnen können und mir den ganzen Tag versauen. Und stattdessen habe ich aber gesagt, nee, ich frage jetzt einfach. Dann habe ich gesagt, du pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist gerade ein bisschen distanziert. Was ist denn los? Also habe ich irgendwas Blödes gesagt. Und dann kam was zurück, was ganz gar nichts mit mir zu tun hatte. Aber sagte, nee, du, das ist gerade das und das gewesen. Sorry, ich hatte gerade irgendwie gar nicht so die Möglichkeit zu schreiben. Und dann war für mich so eine totale Erleichterung. Normalerweise hätte ich jetzt den ganzen Vormittag damit verbracht, mir Gedanken zu machen, was habe ich jetzt angestellt oder habe ich was Blödes gesagt. Und da kann man sich so verrückt machen damit, anstatt einfach mal zu fragen, wie ist das denn? Und selbst wenn der andere dann sagt, sag mal, du hast doch Hirngespinste, dann ist es okay. Aber wenn ich danach für mich mein Gefühl klar ziehen kann und sagen kann, oh, ich glaube dieser Person das, was sie sagt, meine Intuition hat auch das Gefühl, das ist stimmig, dann mache ich einen Haken dran und der Tag ist gut. Ja, also ich glaube auch, dass man das viel mehr überprüfen muss, weil ich auch oft merke, dass jeder anders denkt, also auch über die gleiche Situation, ja, jeder eine andere Meinung irgendwo dazu hat. Na klar, kann ich jetzt warten, ob mir irgendeiner meine Meinung bestätigt oder ob ich dann einfach es jetzt auch mal so sein lassen kann, um zu sagen, wie denkst du denn darüber? Ist da mein Bauchgefühl gerade richtig oder nicht? Und dann kommt so oft so, das habe ich gar nicht gemerkt, das geht mir gar nicht so. Und seitdem ist es gut. Dann kann ich aber auch sagen, okay, es war irgendwas komisch, aber dann muss ich eben gucken, es liegt nicht daran, dass der andere irgendwas Doofes über mich denkt oder ich dem irgendeinen Schaden zugefügt habe, sondern es liegt wirklich daran, ich habe irgendeinen Glaubenssatz in mir, der mir das immer wieder blöd redet. Und das ist ja auch schon mal ein Weg dahin zu sagen, wow, das muss gar nicht bei dem anderen so ankommen, sondern das ist wieder nur dein Eingemachtes in deinem Köpfchen. Ja, ich glaube, das können wir alle ziemlich gut, ja. Irgendwie uns unsere alten Glaubenssätze aufs Tablett zu schmieren und dann irgendwie alles da drunter zu packen. Super. Ob das passt oder nicht. Deswegen ist es echt gut, dieses Abgleichen und wirklich sich zu trauen, mal zu fragen. Ich dachte auch manchmal, oh, es ist ja voll peinlich, wenn ich jetzt frage und dann ist es nicht so. Ja, immer so dieses spinnst wohl. Ja, aber es tut dann echt gut, das einfach für mich geklärt zu haben und dann kann ich es abhaken. Ja, und ich finde es peinlicher, sich in irgendwas reinzusteigern, was vielleicht gar nicht so ist und dann am Ende dann zu explodieren. Da gibt es auch diese coole Geschichte mit diesem Hammer, mit den Nachbarn. Kennst du die auch? Wo einer ihren Hammer vom Nachbarn ausleihen will und dann macht er sich so Gedanken und steigert sich immer wieder rein und der Nachbar, der will mir den bestimmt gar nicht geben und überhaupt, wenn ich da so drüber gehe, dann ist der irgendwie total aggro und der wird mir niemals helfen und er steigert sich so richtig da rein. Und dann geht er rüber zum Nachbarn, klingelt, der macht die Tür auf und er sagt, behalt doch deinen Scheißhammer. Und der Nachbar so, was ist denn jetzt los? Ja? Und das ist ja im Prinzip das, dass man diese Geschichte im eigenen Kopf so hochschaukeln kann, dass es am Ende völlig aus der Realität raus ist. Und dann wird es nämlich viel peinlicher, als wenn du gleich nach dem Hammer gefragt hättest. Das ist schon so eine Märchenstunde manchmal. Das ist schon spannend. Ja, das ist richtig Märchenstunde. Wo erzähle ich mir Märchen und wo ist es vielleicht auch mal wirklich eine Realität? Und vielleicht ist es auch manchmal, darf es denn so schön sein, eine schöne Realität, die dann auch wirklich mal sein darf? Auch nicht schlecht. Ansonsten haben wir ja vorhin auch schon so über Intuition und Bauchgefühl gesprochen. Und ja, da finde ich es halt auch irgendwie einfach total hilfreich, nochmal so auf den ersten Impuls zu achten. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber oft, wenn ich irgendwas angeboten bekomme zum Beispiel, habe ich sofort so einen ersten Impuls. Will ich das oder will ich das nicht? Und danach fange ich dann an zu denken und zu zerlegen und zu analysieren und dann komme ich auf einmal auf ein ganz anderes Ergebnis. Aber irgendwie fühlt sich dann alles nicht mehr so richtig stimmig an. Und dann, wenn ich eine Entscheidung treffe, die mit dem ersten Impuls übereinstimmt, merke ich ganz schnell, das war richtig. Und wenn ich aber die Entscheidung auf Basis meiner Gedanken treffe, dann ist die nicht immer unbedingt so stimmig. Da ist es, glaube ich, echt nochmal hilfreich, so achtsam zu sein und zu gucken, was war mein allererster Impuls? War da ein Widerstand in mir oder war da eine Zustimmung in mir? Und sich da reinzufühlen. Ja, aber auch wirklich den allerersten zu nehmen. Den ich merke ganz schnell, wie ganz kurz der manchmal nur da ist. Aber er war eben da. Und dann fängt die Geschichtenerzählerei einfach wieder an. Ja, und wo hat das angefangen und wo war es wirklich richtig? Und wenn ich dann danach handeln kann, nach dieser intuitiven Geschichte, dann sind so viele Sachen wirklich auch gut gelaufen. Und sich da vielleicht auch dran erinnern, hey, ich kann doch meiner Intuition vertrauen. Die war schon so oft da. Und dann lief es wirklich gut und dann wirklich es auch zu tun. Was gibt es bei dir so Situationen, wo du sehr stark auf deinen Bauch hörst? Es sind schon zwischenmenschliche Sachen auch.
wo ich immer sage, so, was ist denn da gerade? Es gibt Menschen, die sind auf dem ersten Anhieb sympathisch. Dann gibt es welche, wo ich sage, so, irgendwas ist da komisch. Und dann gibt es welche, oh, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Mhm. Und trotzdem dann erstmal zu sagen, okay, was ist denn das jetzt? Aber ja, mit dem ersten, ja, kannst du dich sofort unterhalten, alles toll. Mit dem zweiten gehe ich erstmal so ein bisschen auf Distanz und gucke erst einfach mal, wie ist denn das? Und mit dem dritten, den beobachte ich dann von ganz, ganz weit. Ja. Ja. Aber trotzdem einfach das Interesse daran zu haben, was stört mich denn jetzt wirklich daran und was macht diesen Menschen da aus, ist mir schon auch sehr, sehr wichtig einfach. Ja. Also den nicht abzustempeln, das will ich einfach nicht. So bin ich einfach auch nicht und das ist irgendwie auch ganz gut. Aber manchmal kommt dann immer erstmal so, was denke ich denn da gerade dazu oder was lässt mich denn da zurückschrecken? Mhm. Ja, und das kann ich dann erst bei mir selber einfach mal gucken und nicht immer erst bei dem anderen suchen. Ja, was mir gerade noch einfällt, wenn du sagst, so der erste Eindruck, ich finde, es ist auch wichtig bei der Klarheit, dass man sich auch erlaubt, Entscheidungen nochmal zu ändern. Mhm. Also ich hatte wirklich die Situation in meiner Ausbildung, in der Berufsschule war ein Mädchen und ich konnte die überhaupt nicht ausstehen. Die ging mir so auf die Nerven, die hat mich ganz massiv auch getriggert und ich habe gedacht, das geht gar nicht, ja. Und dann war der Horrorzustand. Ich bin dann irgendwie nach der Schulwoche wieder in den Betrieb und dann sagte meine Ausbilderin, ach, wir haben eine neue Auszubildende, die ist Quereinsteigerin. Und dann steht die in der Tür und ich dachte nur, ach du Scheiße, jetzt habe ich die auch noch im Betrieb an der Backe. Und am Anfang bin ich komplett auf Abstand gegangen, weil ich überhaupt keinen Bock auf diese Frau hatte. Und dann aber mit der Zeit, so über ein paar Monate hinweg, habe ich mich dann so ein bisschen geöffnet, weil ich meine, wir waren in einer Klasse, selber Jahrgang, selber Beruf, ne? Das ist auch so ein bisschen Zweckgemeinschaft gewesen. Und dann habe ich aber festgestellt, die ist gar nicht so verkehrt. Und am Ende der Ausbildung waren wir echt richtig dicke. Ja? Wir sind zusammen feiern gegangen, wir haben richtig Spaß miteinander gehabt. Und es war dann nicht mehr nur zweckmäßig, sondern weil wir uns echt richtig gut verstanden haben. Aber da sich auch zu erlauben, zu sagen, ja, mein erster Eindruck, der war so mit dem, was ich von ihr gesehen habe. Ich wusste es da nicht besser, aber jetzt habe ich es mir nochmal angeguckt und jetzt bin ich zu einem anderen Ergebnis gekommen. Das ist auch was man sich echt erlauben muss. Ja, das stimmt schon. Und so geht's auch in anderen Bereichen ganz oft eigentlich, ja. Ich sage auch gerade in der Berufsfindung oder so, ich sage, ist es das jetzt wirklich, was ich machen möchte? Und muss ich jetzt noch mein drittes Zertifikat nachweisen? Oder kann ich nicht einfach auch aus dem, was ich habe, mir jetzt wirklich mal zusammenbauen, wo es denn jetzt so gerade hingeht, ja, wo ich manchmal auch denke, wenn ich mir das jetzt mal alles nebeneinander schreibe, was ich wirklich schon auch habe, was ich manchmal überhaupt gar nicht sehe, dann ist eigentlich alles da, um loszugehen. Mhm. Ja. Und auch da drauf zu hören, jetzt bleib dabei und guck wirklich erstmal dir das an, bevor jetzt der nächste Schein anfängt oder wieder noch ein Kurs oder irgendwas. Ja, aber auch da sich zu erlauben, vielleicht auch nochmal eine Schleife zu drehen oder nochmal dann irgendwann das wieder den Kurs zu ändern. Also wenn ich jetzt mir in den Kopf gesetzt habe, ich muss jetzt Speakerin werden und ich habe da richtig Bock drauf, dann darf das in 2 Jahren anders sein. Dann darf ich in 2 Jahren sagen, das war eine totale Schnapsidee und ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung was werden, ja, Feuerwehrfrau oder sonst was. Also ich glaube, dass wir halt Entscheidungen immer aus der Situation treffen, in der wir gerade sind, mit dem Wissen, das wir gerade haben. Und wir können nicht wissen, was in 3 Monaten ist oder in 5 Jahren. Und dann aber wirklich zu sagen, heute entscheide ich das so, weil es sich für mich richtig anfühlt. In Zukunft kann ich aber wieder neu entscheiden. Das ist ja genau wie mit heiraten. Wenn man sich die Scheidungsquote anguckt, dürfte keiner mehr heiraten. Aber trotzdem kann man ja sagen, jetzt in dem Moment, wo ich Ja sage, fühle ich das aus vollem Herzen und kann mir das vorstellen. Und wenn ich es mir in 10 Jahren nicht mehr vorstellen kann, ja gut, dann ist es echt schade, aber dann ist es halt so. Und dann kann ich mich halt notfalls wieder scheiden lassen. Aber es ist nicht so, dass ich dann bis ans Ende meiner Tage mit der Entscheidung leben muss. Und das ist, glaube ich, auch manchmal, warum wir Angst vor Klarheit haben, weil wir auch Angst vor den Konsequenzen haben und davor, dass das, was wir einmal entscheiden, dann immer so ist und dass wir daran gemessen werden und darauf festgenagelt werden. In gewisser Weise natürlich schon. Also ich sag mal, wenn wir jetzt hier im Podcast was erzählen und uns in 3 Monaten einer darauf anspricht, was habt ihr denn da für einen Mist verzapft, dann können wir entweder sagen, ja, sehen wir immer noch so und wir finden nicht, dass es Mist ist. Oder wir können sagen, ja, wir wussten es damals auf dieser schönen Parkbank nicht besser. Wir haben einfach da aus der Laune rausgesprochen und heute haben wir eine andere Erkenntnis. Aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja heute manchmal schon so.
haben wir auch schon festgestellt, ja, oder? Ja, schon 3 Stunden später sehen wir es. Ja, genau. Könnte schon anders sein, egal. Aber es war zu diesem Zeitpunkt so. Und es sind ja auch immer wahre Geschichten dran. Mhm. Also es sind ja die Sachen, die zu diesem Zeitpunkt so sind. Aber wenn ich mir das manchmal selber dann überlege oder ich bin vielleicht dann doch 3 Schritte weiter ein paar Wochen mit irgendwelchen Überlegungen, dann hat sich das eben schon wieder geändert. Und das ist schon echt spannend, ja, wo ich dann auch manchmal denke, so, da hast du was ganz anderes gesagt. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt hat es eben gestimmt. Und das ist ganz gut. Und ich muss nicht ewig in dieser Meinung bleiben und ich muss auch nicht ewig in dieser Ehe bleiben. Ja. Und ich muss auch nicht ewig in meinem Beruf bleiben, was ich auch ganz oft jetzt höre. Das musst du ja dann die nächsten 30 Jahre machen. Nee, das muss man eben nicht mehr. Und das finde ich irgendwie ganz gut, wenn man dann einem sagt, ich stehe aber dann auch zu meiner Entscheidung, dass das nicht mehr der richtige Weg jetzt für mich ist. Hm. Sondern ich fand den bis hierher gut, aber jetzt stimmt es eben nicht mehr für mich. Ja. Und dann darf ich mir auch was anderes eben aussuchen oder meinen eigenen Weg irgendwie neu gestalten oder neu bestimmen. Und das ist auch eine tolle Freiheit. Manchmal ein bisschen zu groß, manchmal ein bisschen schwierig. Und dann, ja. Ja, und ich meine, du hast ja vorhin auch noch gesagt, ich darf mir manchmal klar machen, was alles schon da ist. Und das funktioniert übrigens auch mit der Klarheit. Also ich habe gerade von meiner Mentorin die Aufgabe bekommen, mir mal aufzuschreiben zu den verschiedenen Lebensbereichen, über was bin ich mir denn schon klar? Weil sie sagte neulich, ja, was in deinem Leben ist denn 100% klar für dich? Und dann habe ich erstmal einen Schock gekriegt und gesagt, gar nichts. Ich bin überhaupt nicht klar, das ist alles Chaos. Und dann hat sie gesagt, nee, glaube ich nicht. Schreib mal auf. Schreib mal wirklich die ganz kleinen Mini-Facetten auf. Worüber bin ich mir klar? Jetzt. Und dann habe ich so ganz zögerlich mal damit angefangen. Und inzwischen habe ich schon mehrere Seiten zusammengeschrieben. Und das motiviert oder baut total auf, weil man erst mal sieht, was schon da ist, ja, und wie viel eigentlich schon klar ist. Und darüber kommt natürlich auch wieder so dieser Antrieb zu sagen, ja, und es wird immer mehr, das klar ist. Also ich glaube, dass dieses Vorgehen auch dazu beiträgt, mehr Mut zur Klarheit zu haben und sich auch wirklich dazu zu bekennen, was man denkt oder was man sagen möchte. Ich glaube, es ist eben auch nicht nur da so, es ist überall so, dass ich in kleine Schritte zurückbrechen muss oder runterbrechen muss, um wirklich zu gucken, egal bei welchem Thema kommt mir das gerade so auf, ja, wie viel das wirklich ist, dass das wirklich da ist. Es ist nicht nur die Klarheit in dem Bereich, sondern es ist einfach auch schon das Wissen, die Erfahrung, egal was. Ja. Und das ist echt spannend zu gucken und das mal runterzubrechen und da einfach zu sagen, es ist so gut, wie es jetzt ist. Ja, also zusammenfassend können wir, glaube ich, zum Thema Klarheit nochmal sagen, Klarheit ist eben immer dann da, wenn ich Aussagen treffen kann, wenn ich ein Gefühl von Sicherheit habe. Und das ja, größte Risiko ist eben der Zweifel und unsere Lösungen dafür sind wirklich nochmal zu gucken, was ist alles schon da, wo bin ich mir klar. Immer mehr sich auch wieder mit seinem Bauchgefühl zu verbinden und darauf zu achten, wo hat das schon gut funktioniert, warum kann ich meinem Bauch mit gutem Gewissen vertrauen. Sich auch von außen nicht irgendwie verrückt machen zu lassen, sondern wirklich immer wachsam zu sein, wo vielleicht auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung dahinter stecken könnte, mit der ich es mir wieder selber unnötig schwer mache. Und auch nicht immer wieder neue Fragen aufzuwerfen, sondern einfach auch mal bei dem zu bleiben, was ich sagen kann. Also ich muss nicht immer wieder alles neu hinterfragen, sondern ich darf auch mal bei dem bleiben, was ich schon weiß. Wir hoffen, dass wir dich hiermit ein bisschen inspirieren konnten zum Thema Klarheit, auch selbst in deine eigene Klarheit zu finden. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns eine kleine Rückmeldung dazu gibst, auch gerne uns ein bisschen berichtest, wo ist es bei dir klar oder unklar, was sind deine Strategien, um in die Klarheit zu kommen und dich auch nicht verunsichern oder ins Zweifeln bringen zu lassen. Und natürlich freuen wir uns wie immer über deinen Daumen hoch für unsere heutige Folge, für das Abonnieren unseres Kanals. Und ja, wir freuen uns auf viele weitere Folgen mit dir und wünschen dir einen schönen Tag. Liebe Grüße von Anja und Steffi von den Einfachmacherinnen. Mach's gut.